R-E-W-I-N-S-I-D-E. Schöner Abend bei Selma im Puff. Ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's vermisst. Oh, oh, wer steht denn hier? Guten Tag, hallo. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich gehe einfach mal in mein Haus rein. Ah, Onkel Klaus, du wohnst ja immer noch bei uns im Schuppen. Hallo, Onkel Klaus. Hallo. Klaus, gehst du bitte vielleicht in den Schuppen rein? Nee. Klaus, in den Schuppen rein. Klaus. Gut, dann gehe ich ganz kurz mal hoch und weck meine kleinen Kinder auf. Die werden wahrscheinlich auch wieder gut sein. Wer lacht denn da vor unserem Haus? Sag, wir gehen einfach mal hoch. Kinder! Nein. Okay, Leute. Ganz kurz, ich... Ihr habt vielleicht heute Morgen auf Twitter gesehen, ich bin irgendwo hingeflogen. Ich sitze jetzt hier in fucking Kolumbien und es ist ernst. Die Lage ist ernst. Ihr seht, ich bin plötzlich hier komplett verkabelt. Ich habe selber keine Ahnung, was hier abgeht. Wenn ihr mehr davon wissen, Moment, kurz noch ein paar Berechnungen durchführen. Die Zeit stimmt also. 17.30 Uhr heute Abend auf Twitch. Wir suchen diesen Mann, Pablo Escobar. Schaut auf jeden Fall rein. Ihr könnt mir helfen. Schaut auf jeden Fall heute Abend rein. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Heute Abend gibt es echt einen ziemlich fetten Stream. Fette Produktion auf meinem Twitch-Kanal. Gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ich moderiere das Ganze. Ihr seht, ich habe mich hier schon eingerichtet in meinem Studio. Ich arbeite jetzt hier. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Der Link ist ganz unten in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Who's your daddy? Ich muss hier weiter arbeiten. Yeah. Ja, natürlich nehme ich die vier Frauen auf mein Hotelzimmer. Kinder! Guten Morgen! Hallo! Hallo, Kinder! Guten Morgen, hallo Stein, guten Morgen! Hallo Papa! Hallo Marc, guten Morgen! Marc! Marc! Alles raus hier, alle rein in den Raum! Alle rein hier aus der Uhr, rast du! Ja! Tja, mir ist nichts passiert, Papa! Ich hab heute ein Date, ich hab da jemanden auf Knuddels kennengelernt. Die Simona, eine richtig geile. Sollte noch jeden Moment. Klaus, stehst du bitte auf? Frittenfeld! Klaus! Au! Ja, hallo! Oh, kleinen Moment, ich komme nicht zur Tür. Moment. Ist das Opa? Nein, das ist Simona. Ah, Simona. Oh, hallo! Hä? Ich hab Blumen mitgebracht. Geil, komm ruhig rein, komm ruhig rein. Komm, ja, hab ich schon mal gesehen, ich dachte schon. Ich stand schon in deiner Einfahrt, aber du hast ignoriert. Ich hab gedacht, vielleicht müssen wir rum. Das hier. Ich hab auch eine Karte. Das hier links. Das hier ist deine Kinder. Das hier ist ein Stiefneffe Klaus und auch Onkel Klaus. Das hier hinter mir ist Lukas. Aber Hammer! Das hier ist Marc. Hi! Das hier ist Stein, der ist eine Spinne. Ich will meinen Namen selber sagen. Okay, das hier ist. Ich bin zum Dessen! Ja, ich hoffe dazu und das ja, hier. Bist du nicht eigentlich der Joshua Weißleder? Ja, zum Dessen! Das hier ist Ling. Wir haben die adoptiert. Was ist mit dir am Kopf passiert? Ja, das ist ganz schön lang. Papa, wo war ich eigentlich die letzten zwei Wochen? Ferienlager. Gut, oh. Kinder, ich würde sagen, wir machen was zu essen. Simona, kannst du kochen? Ich mag nur. Ich freue mich erstmal über die ganzen Würstchen hier. Ja? Ich möchte euch vorab sagen. Hallo, Klaus, steh auf! Au! Was bist du? Veganer. Du hast Veganer. Sehr gut, wir essen hier sehr viel Fleisch. Oh, gut, ich glaube, mein Sohn hat seine Tage. Stein, hör bitte auf, hier alles voll aber zu tun. Aber ich habe wirklich ein Problem mit Gemüse und Obst. Ja. Das also nur gibt's ja auch nicht. So, wir gucken mal ganz kurz hier. Wir haben hier Fisch und Fleisch. Kinder, hier, wer meint Fisch? Jan! Nee. Papa, ich hab Hunger, Papa. So, hier, nee, komm mal her. Fleisch. Was hast danke. Du, Lukas? Papa, lass mir auch was essen. Simona? Ja. Kannst du mal ganz kurz, pass mal auf, ich habe ja eine Waffe für dich. Gehst du mal kurz raus mit Lukas spielen? Komm mal mit. Ich heiße, übrigens, ich heiße übrigens Simon. Ich glaube, wir haben uns das verwechselt bei Knuddels. Ich dachte, du wärst eine Frau. Was? Oh, egal, Hauptsache Ficken. Hier, nimm mal die Waffe. So, hier. Nimm mal eine die Waffe. Nimm mal die Waffe hier, dann gehst du mal mit Lukas raus ein bisschen spielen. So, Kinder, jetzt schaut mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie er mit Simon. Was willst du denn mit Lukas? Was ist mit deinem Bein passiert? Ich weiß auch nicht, das war Papa. Ah, sehr gut. Oh, Papa, ich glaube, das ist die Frau fürs Leben. Ich glaube, ich liebe dich jetzt schon. Klaus, jetzt hör mal auf! Klaus! Kinder, wollen wir zusammen zum Schwimmbad gehen?
Da ist heute ein freier Eintritt. Mit der, okay. Du möchtest Auto fahren. Lukas, du möchtest Auto fahren? Ja, ist kein Problem. Ich habe mein Auto in der Folge gehabt. Lukas, halt deine Fresse. Das Auto hat nicht genug Plätze. So, Kinder, alle einsteigen, außer Lukas. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So, aber Simon, Papa, ich will auch. Simon, fahr mit WASD, du weißt, wie es läuft, ne, Simon? Simon, oh, super fährst du Auto. Link, glaub, Link, Link! Ich glaube, du hast keinen Führerschein. Klaus, steigst du mit aus dem Auto aus? Klaus, aus dem Auto raus! Aber es gibt keine, Klaus! Keine Longboard zu Minecraft. Einfach nicht, was mache ich jetzt? Ja, wir gehen doch zu Fuß, Kinder, wir gehen zu Fuß. Lukas, du steigst ins Auto ein. Nein, aber ich will. Lukas, steig in das Auto ein, auch wenn es funktioniert. Das komm. Fährt doch gar nicht. Lukas, rein da jetzt. So, Lukas, wenn du jetzt weiterfährst, Lukas. Lukas! Ja. Lukas! Ja, ja, ich geb dir kein Gas. Oh. Lukas! Oh, jetzt habe ich meinen Sohn umgebracht, das ist ja gar nicht schlimm. Ja. Möchtest du mit dem Auto noch weiterfahren? Vielleicht? Steigt alle ein. Steigt okay, alle ein. Sehr gut, okay, dann würde ich sagen. Los geht's, Kinder. Einsteigen. Jo. Aber hier geht's ganz gut. Simon, soll ich schwimmen? Der Simon! Nein! Ling? Ich wollte schon immer sagen, dass du meine geilste Tochter bist. Ich glaube, wir überleben das sogar, wenn wir nicht aussteigen, Ling. Guck, wir sterben nicht. Wir haben das Universum so ausgetrickst. Und aussteigen. Ihr seid unsichtbar. Oh, jetzt bin ich tot. Ups. Ja. Ich habe was zu sagen. Setz dich mal an. Lukas, damit du lernst, dass du kein Teil der Familie bist, bleibst du vorm Fenster stehen und weinst, ja? Papa, ich glaube, ihr Bart ist gar nicht echt. Was? Ihr Bart ist gar nicht echt. Glaube ich nicht. Setz dich mal an den Tisch. Klaus, kommst du bitte vom Tisch runter? Klaus, setz dich bitte hin. Klaus. Ja. So, okay. Das ist auf mir. Lukas! Es hieß die ganze raus Familie! Raus! Vor das Fenster! Familie. Ganze Familie! Bist du Familie? Du bist keine Familie! Alle Lukas verprügeln! So, sehr gut. Ja, Lukas, raus! So. Raus! Ich habe jetzt schon in der kurzen Lukas, Zeit hier ist eine Tür. Bemerkt, es läuft einiges schief in dieser Familie. Das ist richtig, ja. Ist die Wurst. Es ist Obst im Haus, habe ich gesehen, das geht so nicht weiter. Okay, wir haben Obst im Haus, ja. Und die Ruhe hier, die es ist überhaupt keine Ruhe da. Okay. Es wäre schön, wenn wir eine mal 10 Schweigesekunden einlegen. Ja, okay. Setzt euch bitte an den Tisch. Alle an den Tisch, nicht alle. Ich komme aus einer christlichen Familie und da schweigt man vorm Essen. Marc, du. Lukas. Das war ich nicht. Ah! Nein! Mach das weg, Papa, ich will dir. So, alle jetzt mal hinsetzen, Kinder. Hören. Psst. Okay. Ja. Wer hat da geklingelt? Bleib mal sitzen, ich mach das schon. Okay, gut, gut. Du kümmerst dich darum. Oh, ich dachte schon. Alles klar, es war nur Lukas. Kommt mal bitte wieder in den Tisch. Ja. Schatz? Ja, natürlich. Ich habe mich kurz um unseren Hurensohn gekümmert. Ja, bitte. Warum? Ja, bitte, Engel. Was? Ich sitze auf meiner Tochter. Ist das okay? Okay, ich habe beschlossen, alle... Ling? Oh. Flying is not a name on the server. Ling, hör auf zu fliegen. Ja, was denn? Was denn, Hase? Ich möchte alle Kinder adoptieren. Okay, das ist kein Problem. Welchen? Alle? Alle. Wirklich alle. Außer Lukas. Nein! Lukas. Hey, aus. Mann! So. Zumachen hier, sehr gut. Okay. Sollen wir nicht gemeinsam was kochen? Kinder, wir kochen uns alle was zusammen. Papa, okay. Ich brenne! Ja, das passiert. Papa, Lukas, verprügeln wir! Papa! Schatz, kommst du auch kurz mit? Ja, ich komm. Wir gehen jetzt baden in 100 Liter Schleim. Alphastein, du nicht, komm! Kommt, Kinder, wir gehen baden hier. Oh, mein Sohn kackt hier gerade. Hallo, wir wollen hier ein virales Video machen. Raus jetzt hier. Alle in die Badewanne setzen. Simon, hast du den Schleim? Ich hab 100 Kilo Schleim. Okay. Hab ich von Bibi und Silent Desio gebaut. Sehr gut. Klaus, aus der Badewanne raus. Ja. Baden in 100.000 Würsten. Oh ja, geil. Baden in 100.000 Schwänzen. Das ist doch ein geiler Videotitel. Okay, du machst die Kamera, Alphastein. Und Marc, scheiße mal. Okay, hier Fisch und Brot auch. Das ist ein super Format, oder? Dass dieses YouTube-Video auf jeden Fall anspruchsvoller ist als 100 Liter Schleimbaden. Okay, gut. Ling, kommst du vielleicht ganz kurz? Ling. Oh, jetzt ruft mich gerade der Sascha unsympathisch hier an. Ja, hallo? Ja, move mich mal bitte. Okay, kleinen Moment. So, der Sascha wollte auch gemoved werden. Hallo, Sascha? Ach, ja, immer. Auf geht's, ich hab nicht ewig Zeit. Ja, wir sind gerade noch in der Aufnahme, ne? Was geht, Schatz? Oh nein, was ist das? Ja, ich liebe sie. Richtiger Fan. Alphastein. Lukas, ist hier Lukas auch noch? Ja, na klar, Bro. Und Simon Unge. Ach, Kacke, ich bin auch. Aua! Komm, oh. Komm jetzt duschen, Schatz. Komm. Ja, komm, Schatz, das sind wir endlich allein. Komm, du scheiß Kinder. Warte. Ich mach an. Okay, ich setz mich rein und du kackst mich voll, komm. Ja. Ja, scheiße. Okay, sehr gut. Wir wollten auf den Dach. Okay, Kinder, wir gehen rein. Klaus, warum hast du die Tür?
Ja, es ist eine super Formatfolge hier, oder? Es ist echt sehr koordiniert auf jeden Fall. Kinder, wir gehen jetzt alle zusammen auf den Dachboden. Kommt bitte alle mit. Kommt ja! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Lukas! Entschuldigung! Lukas! So. Ich schub sie vom Dach, ich schub sie vom Dach. Vom Dach runter, Lukas! Komm, Schatz, wir gehen alleine, komm. Ich hab da keine Lust mehr drauf, diese Familie, komm. Diese furchtbaren Kinder, wo hast du die her? Ich weiß nicht, manche habe ich auf Straßenstrich aufgelesen, wie Ling. Ja, okay. Und die anderen, die, Als du dein Thailand-Urlaub warst. Oh, Schatz, das habe ich dich umgebracht. Ja, ach, da bin ich Problem, am, das passiert mir öfter. Da war ich auch im Krankenhaus, ein bisschen. Ja, Simon, jetzt so dein Feedback zu dem Video. Es war das schlechteste Video, in dem ich je dabei war. Mhm. Aber, Ling fand ich super. Du würdest schon sagen, so bei 100.000 Daumen hoch kommt Castle Rush zurück, ne? Ja, jetzt gehört meine Freunde, schaut bei Simon vorbei, macht's gut, haut rein. Das war's Video, warte mal ganz kurz, eine Frage. Das war das Video? Das war das Video, es wird noch ein bisschen geschnitten. Oh dann. Mein Gott, deine Zuschauer, ich möchte an dieser Stelle kurz ein Schlusswort sagen. Mhm. Danke, danke, dass ihr Verständnis habt für diesen armen Jungen und dass ihr sein perfides Spiel mitmacht. Ja. Er braucht das, sonst kann er sich in dieser Gesellschaft nicht integrieren. Und ich habe Verständnis für alle Zuschauer von diesem Kanal. Ihr haltet, ich drücke euch die Daumen, bleibt tapfer. Ihr haltet das durch. Ihr schafft das. Ihr habt's gehört, Freunde. Ihr sollt also einen Daumen hoch da lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, geschaukeln.